Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich hier auf YouTube ein Video hochgeladen, wo ich zum ersten Mal so richtig ausführlich über mein ADHS gesprochen habe. Ich habe damals schon in meinem Buch erwähnt, dass ich mit 7 Jahren eine ADHS-Diagnose gekriegt habe, aber ich bin nie so wirklich ausführlich in das Thema reingegangen, weil ich selbst auch lange nicht wusste, wie stark es mich betroffen hat. Und dann habe ich letztes Jahr dieses Video gemacht und wurde immer wieder, auch heute noch, darauf angesprochen von Leuten, die es auch sehr betrifft und die gemerkt haben, dass da was dran ist. Und dieses Video möchte ich heute hier ergänzen, denn ich kriege immer wieder Nachrichten von Leuten mit ADHS, die sagen, Mischa, ich habe keine Ahnung, wie du es geschafft hast, so erfolgreich zu werden. Mein ADHS blockiert mich in allen Lebensbereichen. Ich komme im Beruf nicht voran, ich komme in der Beziehung nicht voran. Ich scheitere mit allem, was ich versuche. Wie hast du das geschafft? Und das hat mich dazu gebracht, so ein bisschen zu reflektieren und mal in mich reinzugehen und mich zu fragen, so hey, was waren eigentlich so die Gründe, warum ich heute so erfolgreich geworden bin, trotz meines ADHS? Also nicht nur so allgemeine Erfolgsempfehlungen, sondern wirklich mal für die Leute hier, die das auch betrifft. Und deswegen möchte ich das heute hier mit dir teilen. Fangen wir also auch direkt an mit dem ersten Life-Changer, und zwar dem Thema Sinn. Einen Grund dafür zu haben, am Morgen aufzustehen, darüber spreche ich mit The Chain is Life schon lange und vielleicht auch wirklich deswegen so stark, weil das der Grund war, warum sich mein komplettes Leben verändert hat. Also wenn ich jetzt zurückdenke, vor meinem 18. Lebensjahr, ich hatte keine Perspektive, keinen Grund, keinen Sinn und deswegen habe ich auch nichts ernst genommen. Und jetzt, 12 Jahre später, weiß ich natürlich auch genau warum, weil als ADHSler bist du so stark traumatisiert worden, dass du grundsätzlich schon mal fast niemandem vertraust. Du hast in dir so einen Gefahrensucher unterbewusst, das ist wie gesagt Teil des Traumas. Und dieser Gefahrensucher, der äußert sich auch darin, dass du immer alles negativ siehst, immer alles versuchst abzuwägen, niemandem wirklich vertraust. Und das ist, wenn ich wirklich darüber nachdenke, der Nummer 1 Grund, warum mein Leben heute so komplett anders aussieht. Weil ich mit 18 Jahren zum ersten Mal gesagt habe, ich sehe den Sinn in der Sache, die ich mache. Das war damals der Kraftsport, durchs Natural Bodybuilding, drogenfreien Sport zu promoten. Dann kam der Veganismus, dann kam Chain is Life, dann kam eine Beziehung. Ich habe immer was gefunden, wo ich gesagt habe, ich sehe den Sinn und habe entsprechend auch angefangen, Menschen zu vertrauen. Das heißt, ich konnte zum Beispiel das erste Mal mich auf einen Coach einlassen, der mich für die Wettkampfvorbereitung ready gemacht hat. Es war super hart, ihm zu vertrauen, aber ich habe einfach gewusst, hey, es muss jetzt sein. Wenn ich ihm nicht vertraue, dann werde ich das nicht schaffen. Und hier ist eine Sache ganz wichtig zu verstehen, wenn du ADHS hast, das gilt auch für normale Menschen, aber besonders, wenn du ADHS hast, musst du eine Sache ganz bewusst verstehen, und zwar, dass du deinen Verstand zu deinem Diener machen musst. Wenn dein Verstand ein Herrscher über dich ist, wenn dein Verstand dich kontrolliert und du es nicht schaffst, deinen Verstand zu benutzen, sondern weiterhin von deinem Verstand benutzt wirst, dann wirst du immer passiv bleiben und dich immer wieder auf alle möglichen Arten selbst sabotieren. Und dann werden dir auch die nächsten 4 Tipps, die ich dir jetzt hier geben werde, nichts nützen. Das heißt, es fängt wirklich mit dem Sinn an, es fängt mit einem Purpose an, und das ist auch der Grund, warum ich das Chain is Mentoring kreiert habe vor über 4 Jahren und mittlerweile über 500 Menschen mit und ohne ADHS durch diesen Prozess begleitet habe und sie heute wirklich an einem ganz anderen Ort stehen, wo sie sich selbst führen können, sich selbst vertrauen können, selbst auch Ziele erreichen können, die ihnen wirklich was bedeuten und entsprechend auch ortsunabhängig leben, zeitlich flexibel leben und ihr Geld auch mit einer Sache verdienen, die sie wirklich erfüllt. Das heißt, wenn dich das interessiert, wenn du darauf Bock hast, diesen ersten wichtigen Schritt zu gehen, unten findest du einen Link, da kannst du dich komplett kostenlos und risikofrei einfach mal für ein Kennenlerngespräch bewerben und dann können wir auch zusammen schauen, ob es passt, ob du wirklich auch in Frage kommst für diesen Prozess, für diese 10 Wochen mit mir, weil auch hier ist natürlich eine Sache ganz klar, du musst es wollen, du musst den Mut haben, du musst dir selbst vertrauen und du musst dann entsprechend auch mir vertrauen. Das heißt, das, was ich auch wirklich gelernt habe jetzt, anderen Menschen zu vertrauen, um wirklich eben auch sinnvolle Sachen für mich zu erreichen, das ist der Nummer 1 Grund, um hier wirklich erfolgreich zu werden. Aber es gibt auch noch weitere Punkte, die super entscheidend sind, wenn du mit ADHS nach vorne kommen willst, wie zum Beispiel das Dopaminmanagement. Und darüber könnte ich wahrscheinlich jetzt nochmal ein komplettes Video machen. Wenn du das möchtest, dann gib diesem Video einen Daumen nach oben. Und wenn ich sehe, dass dieses Video ordentlich geproppt wird, 500 Daumen nach oben kriegt, dann werde ich nur zum Thema Dopaminmanagement nochmal ein separates Video machen. Aber grundsätzlich kannst du es dir so vorstellen, dass dein Dopaminsystem nicht ganz so funktioniert wie das eines normalen Menschen. Das heißt, es ist dir super schwer fällt, gewisse Sachen zu machen, vor allem wenn du darin eben keinen Sinn siehst oder du nicht motiviert bist. Das heißt, um richtig motiviert zu werden, brauchst du viel mehr Momentum als eine normale Person. Und deswegen ist dieses Dopaminmanagement so entscheidend, weil wenn du zum Beispiel mit Social Media
bereits das Cheap Dopamin am Morgen kriegst und dich 30 Minuten durch Instagram scrollst, dann hast du danach für die wirklich anstrengenden Tasks sowieso keine Energie mehr. Das heißt, du musst so ein bisschen wissen, wie das funktioniert. Und hier ist mein Nummer 1 Tool, so langweilig es auch klingt, die simpelste und einfachste Meditation, die du dir vorstellen kannst, nämlich nichts tun. Einfach nur hinsitzen, Augen schließen und ich schwör's dir, nichts tun. So, nichts tun. Wenn dein Verstand 30 Minuten lang die Klappe nicht halten will, dann ist es halt auch so. Aber grundsätzlich geht es einfach darum, hinzusitzen, die Augen zu schließen und einfach immer wieder zu merken, wenn du gerade was tust. Wenn du irgendwo zuhörst, irgendwas hörst, einfach immer wieder merken, okay, ich bin wieder hier. Du musst nicht mal den Atem kontrollieren oder den Atem zählen oder auf irgendwas dein Bewusstsein lenken. Nein, einfach nur die Augen schließen, still da sitzen, das Allerschwerste für einen ADHSler, und nichts tun. Und du wirst merken, dass du nach diesen 30 Minuten, wenn du das 30 Minuten machst, ich mache es übrigens dreimal täglich, du dann wieder viel mehr Motivation hast, was zu tun. Natürlich ist das Wichtigste, dass du nach diesen 30 Minuten nicht direkt wieder ans iPhone gehst, sondern dann wirklich etwas tust, was eben auch hier wieder sinnvoll erscheint. Ich merke das zum Beispiel immer wieder am Nachmittag, dass ich so ein Motivationstief kriege und dann, wenn ich dieses Motivationstief habe, gehe ich nicht auf Social Media, sondern sitze einfach wirklich 30 Minuten hin und dann rattert mein Verstand und ich kriege schon wieder so Ideen, was ich noch alles machen möchte und dann bin ich nach 30 Minuten wieder so krass motiviert und das musst du echt einfach mal ausprobieren. Wenn du das wirklich mal durchziehst, ich weiß, es ist schwer, aber auch hier wieder, du hast jetzt einen Grund. Wenn du es jetzt mit einem Grund wieder verbindest, dann kommst du vielleicht rein. Und jetzt kommen wir zum dritten Game Changer und der hat mir auch so viel gebracht die letzten Jahre, vor allem die letzten drei, wo ich wirklich auch angefangen habe, mich unternehmerisch aktiv zu betätigen und wirklich auch mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten, was für einen ADHSler sehr überfordernd sein kann. Es ist einfach Ordnung in deinem Leben zu halten. Das heißt, dass du dein Leben selbst managen kannst, dass du dich selbst führen kannst, dass du keine Deadlines verpasst, dass du keine Kalendereinträge verpasst, dass du nicht zu spät kommst, aber auch einfach, dass du die ganzen Gedanken, die den ganzen Tag in deinem Kopf sind, an einem Ort systematisiert abspeicherst. Dass du nicht eine Notes-Liste hast, Google Docs, eine YouTube-to-Watch-Liste, dann noch irgendwelche Notizen im Auto, auf dem Desktop, irgendwie bei der Arbeit. Also wenn du überall Sachen verteilt hast, dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes all over the place scattered. Und je more scattered du bist, desto weniger hast du Bock, auch einfach wieder hinzusitzen und etwas zu tun, weil du genau weißt, dass tausend verschiedene andere Sachen irgendwie auch noch wichtig sind. Das heißt, um wirklich auch hier wieder bei dir anzukommen und in die Ruhe zu kommen, brauchst du ein System, das für dich arbeitet, das dich managt. Ich mache das Ganze mit Flow State Productivity, da habe ich auch schon oft darüber gesprochen. Unten in der Beschreibung findest du den Link auch dafür. Schau dir das Ganze mal an, das macht bei uns der Christian Meyer, der Geschäftsführer von The Chain is Life, also nicht ich. Er ist Wirtschaftspsychologe und hat sich mit diesem Thema sehr stark auseinandergesetzt und die letzten Jahre dieses System so gebaut, dass das jeder entsprechend auch für sich übernehmen kann. Und mir hat das wirklich super geholfen, nicht nur in meinem Kopf Ordnung zu schaffen, sondern auch viel mehr die Übersicht zu behalten über den Tag hindurch und einfach damit entsprechend auch präsenter zu sein, was auch super, super wichtig ist. Jetzt komme ich zu einem weiteren Tipp, der eigentlich gar nicht wirklich ein Tipp ist, sondern eigentlich eine Grundvoraussetzung, wenn du irgendwas im Leben erreichen willst. Und zwar, du brauchst auch einen Plan. Es klingt so simpel, aber ich schwör's dir, du brauchst einen Plan. Weil viele Leute wissen eigentlich genau, was sie wollen. Sie haben diese Klarheit, aber sie wissen nicht, wie sie es planen. Und da gehöre ich übrigens auch dazu. Deswegen lasse ich mich eben auch coachen von Christian. Weil wenn du keinen Plan hast, dann kannst du am Morgen eine To-Do-Liste haben mit verschiedenen To-Dos, aber du weißt nicht, was es bedeutet, weil am Ende des Tages geht es nicht darum, irgendwelche To-Dos vor dir zu haben, sondern dir zu überlegen, was ist jetzt der nächste Schritt? Und wenn du jetzt diesen nächsten Schritt wirklich verstehst, wenn es zum Beispiel heißt, ich muss jetzt dort anrufen, dann sagt dein Verstand, okay, das muss ich jetzt tun, dann ist es klar. Aber wenn da einfach irgendwie steht, Marketing-Recherche, so, wo fängst du jetzt da an? So, du musst immer einen nächsten Schritt definieren. Das heißt, jedes Mal, wenn du eine To-Do-Liste hast und das Gefühl hast, du bist nicht motiviert, sie abzuarbeiten, guck mal, sind das wirklich Sachen, die du jetzt gerade umsetzen kannst oder hast du einfach ein Projekt aufgeschrieben und nie darüber nachgedacht, was jetzt der erste Schritt ist, um dieses Projekt überhaupt mal zu starten? Also eigentlich so fucking simpel, aber das habe ich auch jahrelang nicht gecheckt und hatte dann immer so eine riesen fette To-Do-Liste bei mir und die ist einfach am Ende des Tages nicht abgearbeitet worden und wurde zum Teil noch länger, weil ich einfach nicht verstanden habe, dass man eben auch Sachen durchplanen muss. Also auch super, super entscheidend, wenn du nach vorne kommen willst. Und der letzte Trick, das ist auch wieder so ein bisschen auf die Brain Science zurückzuführen, wenn du so ein bisschen dein Dopaminsystem austricksen willst, dann arbeite auch gerne mit Belohnungen. Man nennt das in der Verhaltenspsychologie Habit Stacking. Das ist auch ein Teil von Christians Coaching, aber das kannst du auch ganz einfach für dich selbst anwenden. Es ist super simpel, wenn du einfach verstehst, dass es Gewohnheiten gibt, die du super gerne machst und es aber auch Gewohnheiten gibt,
gibt, die du machen solltest. Und der größte Fehler, den wir machen, ist, dass wir uns immer morgen früh schon belohnen mit dem Kaffee, mit dem Frühstück, mit Social Media und dann die Sachen, die wir aber machen sollten, nicht mehr machen wollen. Besonders wenn du selbstständig bist, ist es essentiell, dass du dich jetzt hier umpolst und dich ganz bewusst so einstellst, dass du zuerst eine Sache machst, die du machen musst, die wichtig ist und dich dann belohnst mit einer Gewohnheit, die du jeden Tag bereits machst, die du auch machen willst. Ich zum Beispiel habe früher, als ich noch nicht gerne meditiert habe, angefangen, die Meditation vor den Kaffee zu stellen. Das heißt, ich habe den Kaffee aufgebrüht und habe dann 10 Minuten, 20 Minuten meditiert und dann als Belohnung den Kaffee getrunken und kurz durch Social Media gescrollt. Das war dann so ein bisschen meine Belohnung. Und das habe ich nach ein paar Wochen gemacht und dann war ich auch wirklich drin. Das ist ein kleines Detail, was jetzt nicht die Welt ist, aber wenn du das auch noch integrierst und diese anderen 4 Schritte, die ich dir jetzt genannt habe, auch mal wirklich ernsthaft betrachtest, dann weißt du eigentlich auch so ein bisschen, warum ich vor 12 Jahren diesen krassen Jump gemacht habe, weil ich mich nie mit dem Status quo zufrieden gegeben habe, gewusst habe, da gibt es Potenzial und das hat mich heute hier wirklich super erfolgreich gemacht. Nicht nur finanziell erfolgreich, sondern auch wirklich kalendererfolgreich. Dass wenn ich in meinen Kalender gucke, ich sehe, hey, ich habe auch wirklich Zeit für mich. Ich kann meinen Tag selbst gestalten. Ich bin nicht abhängig von irgendeinem Chef, der mir sagt, wann ich in den Urlaub darf. Und das fühlt sich einfach so gut an. Ich fühle mich so frei und ich wünsche allen ADHSler da draußen, dass sie irgendwann auch die Selbstverantwortung für ihr Leben übernehmen und realisieren, dass sie kein guter Angestellter sind. Vor allem nicht, wenn du das Gefühl hast, dein Chef ist ein Idiot oder dein Chef hat eh keinen Plan, dann ist es umso wichtiger für dich, dass du jetzt endlich in die Umsetzung kommst, dein eigenes Leben auch anfängst in die Hände zu nehmen und dann wirklich auch anfängst, deinen eigenen Plan und deine eigene Vision umzusetzen. Wenn du es nicht machst, dann wirst du automatisch zum Teil einer Vision von jemand anderem oder eben auch zum Teil eines Plans von jemand anderem. Und für gewisse Leute ist das völlig okay. Viele Menschen möchten das sogar. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass je mehr du dieses ADHS in dir hast, desto mehr möchtest du eigentlich dein eigenes Ding durchziehen. Und deswegen ist es super wichtig, diese Reaktivität rauszukriegen. Deswegen schau dieses Video dir gerne nochmal an. Schau dir auch gerne mein letztes Video an zum Thema ADHS, wo es ein bisschen emotionaler wird, wo ich dir auch so ein bisschen erzähle, was in mir passiert ist. Und check auf jeden Fall auch die Links in der Beschreibung ab. Bewirb dich fürs Chainless Mentoring, denn das könnte dein Leben für immer verändern.